Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Division, weiterhin mit Kabi und Ultra und meiner Wenigkeit Glabur. Guten Tag. So, ab jetzt kommen richtige Videolängen, also hier nicht 12 Minuten, so wie das erste Video, nur wir mussten eine Einstellung machen, wir mussten die Gruppe finden, also müsst ihr auch ein bisschen verstehen das Ganze. So, los geht's. Drücken Sie L und muss ich noch eine Quest annehmen? Bewerben eine. Brooklyn wiederherstellen, Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Okay. Ja, wir gehen los und ab geht die Luzi, Leute. Kommt. Ja, oh. Grafik sieht Porno aus, Leute. Alles bis zum Einschlag gerissen. Warte, ist es immer noch so laut? Der ist schon kaputt, oder? Ja, da hat schon einer sich dran ausgelassen. So ein Kabi. Hey, okay. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Das sind schon unsere Ersten. Holen sie die Vorräte zurück. Wir dürfen den abknallen. Erledigt die möglichst auf Distanz. Sie haben ihn. Hallo, springst du mal runter? Hallo. Ich spring da nicht runter. Achso, ich muss auch skillen, ne? Ich hab schon. Was habt ihr genommen? Ich hab das mit diesen an der Wand schießen, dieser Granate und dann zünden. Ich hab Heilen genommen. Ja, ich werde... Na, Sicherheit gehen wir nicht. Also Schutzschild brauchen wir nicht. Schutzschild ist Pille-Palle-Pullu. Ich nehme auch hier erstmal Radartechnologie. Ellen gibt's Hardware. Wollen wir mal vorbeigucken? A bis Z Hardware. Okay, jetzt kann man in dem Sinne E drücken, Leute. Und dann kann ich, wie heißt es, so einen Scan machen. Zeige ich euch einmal ganz kurz. Kann man den sofort verwenden. So, jetzt kann man zum Beispiel E drücken. Und dann scannt er hier, kritische Trefferchance wird erhöht von uns Spielern allen und keine Bedrohung gefunden. So, jetzt können wir hier die Quest annehmen. Oder durchsuchen. Ja, Hinweise suchen. Vermisste Vorratskiste geortet. Okay, vermisste Vorratskiste geortet, dann wollen wir mal. Oh, hier hab ich auch noch was. Geh mal ein Dixi-Klo rein. Geht nicht. Das Spiel läuft so gut. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass das so derbe hier im Arsch ist. Ich auch nicht. Links lang. Damn, Leute, nie den direkten Weg, sonst verpassen wir die Hilfe. Da sind wieder Leute. Komm schon. Bereit? Okay, wer Frankgranate rein, Ultra? Ich sag's doch, ja, gehen wir mal kurz. 3, 2, 1. Neutralisiert. Hätte ich mal was mit Malkreide gemacht. Oh. Jesus. Oh, das war Susi. Ich schaffe Susi. Lei, 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 lei. Okay, wo keine Lebensmittel drin? Geht gar nicht. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Was, Feindkräfte? Oh, ich drücke mal. Ja, Kevin, geh auf die falsche Seite. Was? Du greifst mich von hinten an, du Drecksau. Ekelig. Ekelig, ekelig ist der Typ. Haben wir eigentlich schon unsere neuen Waffen? Nee. Ich schätze, das kommt erst noch. Haben wir alles hier eingesammelt, Leute? Immer ein bisschen gucken, denkt da dran. Ja. Ich glaube, wir müssen hier rein, oder? Ja. Automotivservice. Kann einer scannen? Nein. Okay, anscheinend nichts. Aha. Wie dreckig hier, Alter. JTF informiert. Haben wir hier? Jemand hat's abgeschlossen. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Ultra, du musst bitte noch in die Einstellung gehen und unter Audio nach ganz unten und dein Mikrofon ausstellen. Ist doch aus. Ja, du hast nur das Ding. Hier ist eine Kiste. Es geht darum, dass du die, wenn wir später wieder anfangen oder so, weißt, dass diese Scheiße nicht wieder passiert, Jan. So meinte ich das eigentlich, deswegen. Ist ja gerade eh nichts Großartiges hier. Okay, also ich habe auch Gegenstände bekommen für die Mission. Boing. Eine neue Weste. Eis. Ich geh auch mal gerade gucken, was ich gekriegt habe. Oh ja, mit 11 Rüstung.
erstmal anziehen. Dankeschön. Und einen neuen Rucksack habe ich gekriegt. Ja, aber der verbessert mich gar nicht. Alles das Gleiche. Ah doch, ich habe drei. Okay, ich habe schon drei Rucksäcke. Oh, diesmal verändert sich sogar der Rucksack hinten. Jo. Okay. Hast du hier... Ultra? So, da? Ja. Ja, hast du hier hinten die Kiste aufgesammelt? Weil du die ganze Zeit da rumstehst, wie Park 7. So, und dann weiter, würde ich sagen. Was ist die nächste Sache? Ich habe gar nichts gekriegt, wo wir hin sollen. Mission wählen. Bin doch nicht schon wieder fertig. Ja. Ich habe sowieso noch gar nicht auf die Karte geguckt, Leute. Ach, man sieht gar nicht die ganze Karte. Ihr Fotzen, Alter. Wir haben jetzt hier nochmal zwei Nebeneinsätze. Ja, dann müssen wir die machen, ne? Würde ich sagen. Genau. Erstmal den da. Seht ihr die Markierung? Agent, ich habe die Markierung diese gemacht. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Weil sonst habe ich kein Video. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Grenzen halt noch. Ja. Du musst immer die untere, habe ich genommen, Ultra, weil ich muss die anklicken, sonst haben wir gar keine Frequenzen für das Video. Wenn du die anklickst, was? Bekommt man ja kein Gelabere. Brooklyn wiederherstellen, das ist der aktuelle, oder? Hm. Unten links. Egal. Oh, oh. Laufen viel zu weit vor. Ich will hier ein bisschen mehr angucken alles. Oh, jetzt wird's dunkel, Alter. Das ist so. Ich weiß nicht, warum Leute gesagt haben, dass das Spiel keine Atmosphäre hat. Also wir konnten das nicht nachvollziehen, Leute, wo wir das Spiel in der Beta gespielt haben. Also wir finden, die Atmosphäre kommt mega gelungen rüber. Oh ja. Haben wir jetzt hier das schon eingesammelt oder was? Nee, wir müssen noch weiter. Ah, wir müssen noch weiter, okay. Klar, das ist vielleicht auch jeden seine eigenen Meinung oder so, aber Leute, wo gibt es denn, dass eine Weihnachtsbeleuchtung hängt? Es regnet, ja, oder es schneit meistens, es ist dunkel und die Atmosphäre bringt auch richtig dieses, was früher hier Weihnachten war, rüber, aber es ist eine reine Katastrophe in diesem Land. Also... Oh, am Anfang Video war echt geil. Hat schon mal einer durch New York gelaufen und hat gesehen, dass das so eine Katastrophe ist? Also wisst ihr überhaupt, wie viel da los ist am Tag? Immer Türen zu machen, ne? Nicht vergessen. Ja. Türen und Motorhauben zu machen. Ganz wichtig. Wir wollen hier mit The Division. Wir wollen hier mit The Division. Oh, scannen. Okay, habt ihr sie? Drei Bedrohungen. Ja, warte, ich guck mal, wo ich meine Granate hier platzieren kann. Hier ist ein Rucksack. Granate platziert. Dann hau raus. Ach du Scheiße. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Hier vorne war eine Kiste, ne, Kabi? Oh, Ultra. Weil du gleich wieder weitergerannt bist. Ihr Midi-Pack ist voll. Verwechselt. Weil ich bin voll. Ich gehe erstmal hier gucken, Alter. Wir übersehen wieder 80%, weil wir nur von Mission zu Mission rennen. Und das, was wir eigentlich machen wollten, tun wir nämlich gerade nicht. Okay. Ich liebe das echt. Okay, einsammeln. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Ja, jetzt kommt hier. Helikopter. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Wir haben LKW, Chat. Hier oben ist doch noch was drauf bei mir. Bereich verteidigen. Oh, nee. Ich kenne Kabi, machst du danach? Ja. Alter, will das Spiel mich verarschen? Ich denke, das ist jetzt einfach chillig hier. Rechts kommt noch einer.
Tabi, scan mal. Scanne? Ne, ich kann noch nicht. Scheiße. Oh, bei mir kommt auch wieder welche. Ja, du bist auch viel zu weit vorne. Bestätigt. Dass du nicht einfach in Deckung bleiben kannst. Keine Gegner mehr entdeckt. Sind in Deckung. Gute okay. Arbeit, Agent. Jetzt Level können 2. Die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Das war ein guter Kampf. Schnapp sie! Gut, dass sie mit dabei waren. Ja, mal alles einsammeln hier. Oh, Schalldämpfer und so eine ganze Scheiße schon gekriegt. Schalldämpfer! Voll geil. Ich glaub, das war's, oder? Erstmal umgucken hier noch. Das war's. Aber umgucken tue ich mich dann auch und dann gehe ich erstmal. Guck ich mir erstmal das Gear an. Weil ich habe vorhin auch schon Rucksäcke gekriegt für Level 2. Die ich noch nicht tragen konnte. Chefin schreibt mir. Jetzt kann jeder mal im Video raten, wer die Chefin ist. Meine Frau. Oh, du hast die Pointe versaut, Ultra. Oh lol, das ist ja noch genauso extrem wie vorher. Ich hätte gedacht, das würden sie wenigstens nerven. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen Gear an, Leute. Wir haben nämlich hier Rüstung bekommen. Schutzmaske Level 6. Rüstung 6 haben wir bekommen. Warum kann ich die nicht anziehen? Okay, hat er gemacht. Dann haben wir, das finde ich auch immer gut, dass man hier wirklich ein Ausrufezeichen hat, Leute, was man bekommen hat. Dann haben wir hier noch schützende Schoner bekommen, können wir auch anziehen. Handschuhe haben wir bekommen. Jawohl. Alles Rüstung. Rüstung ist das A und O. Und genau wie ich und Kabi nämlich vorausgesagt haben, sie werden uns nicht am Anfang gleich grün, gelb, blau Items geben. Und dann hier, ich bin unbesiegbar. Na, der Ultra, der wird noch oft genug sterben. Mann. F-Mod. Ihr werdet sterben, ich nicht. Du wirst noch sterben, wetten? Nein. Okay, wir haben dafür. Ja, man muss nächste Mission markieren, dass er Video hat. Das könnt alles ihr... geil, Alter, das läuft so gut. Ich hätte aber... Wir müssen jetzt ganz ehrlich sagen, Leute, man geht immer ein bisschen negativ daran. Wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Ja, besonders ich hab gedacht, das wird sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Oder Ultra. Ja. Also ich finde, die Performance ist besser wie auf der Beta. Ja. Die Performance eindeutig. Ist besser auf der Beta. Und wie gesagt, Leute, jetzt reden wir wirklich hier mal absolut Tacheles. Der Ultra spielt alles bis hinten hin, hat ein i7 4790K und er spielt hier mit 50 bis 60% CPU-Auslastung. Manchmal sogar 70. Nur, dass die Leute mal Bescheid wissen, was das Spiel wirklich ein i7 benötigt. Und nicht so wie die meisten Leute erzählen, ein i5 reicht für das Ding. Hier ist ein Ausrufezeichen bei mir. Wo? Stimmt, lass uns doch mal runtergehen. Haben wir hier eine versteckte Quest gefunden, oder was? Ich drück mal. Nee, das war unsere Mission, glaube ich. Nee, neues Ziel. Neues Ziel okay. Haben wir entdeckt. Ah, hier brauchen wir retten. Okay, Jan, vorsichtig. Geh nicht so weit vor, weil du wirklich weit weg bist von uns. Kein Bock, dass wir hier sterben.
Keine Bedrohung, Kabi. Ging das nochmal mit den... Mit was? Rechts zielen und dann links rüber? Ging das nochmal? Mit Space-Tasten. Nee, mit SRG. Nee. Mit Shift. Shift, Shift, Shift. Ah, ja. Okay, hier ist nichts drin. Doch, hier geht die Treppe hoch. Ja, wir müssen hier Zivilisten retten. Sehe ich das richtig? Ja. Oh, freie Präsenz. Oh, 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 oh. An der Tür hier bei mir links. Warte, ich scanne. Ich scanne, warte. Wir brauchen ja mehr kritische Treffer. Okay, 3, kann eine Granate dranhelfen? Ja, dann hau rein. Und jetzt. Komm. Noch einer. Ich hab gescannt. Mehr Alter, das sind doch ganz schön viele. Leck mich am Arsch. Einer noch. Bereich gesichert. Neutralisiert. Für die Leute, die es vielleicht interessiert, wir werden jetzt erstmal wirklich, also ich weiß nicht, es kommt ganz drauf an, wie schnell wir das Spiel durchspielen. Also die, hier das PvE-Gebiet in dem Sinne. Schrotflinte. Und wenn wir schnell durchkommen, dann werden wir in dem Sinne beigehen und werden ruckidizuck PvP spielen. Aber so lange gibt es erstmal PvE-Videos. Hallo? Oder man kriegt nicht mehr EP, wenn man sich vordringelt. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ich habe 2 Schrotflinten aufgehoben. Kabi, hier ist eine Kiste drin. Kabi? Ich bin schon auf dem Weg. Dann rede doch. Die Leute wollen dich hören. Ja, sie wollen deine exakte Stimme hören, wie du sie umzürbst. Moment, ich bin überfahren. Wird bei Stufe 4 entsperrt. Oh. Ja, toll, ich nehme jetzt aber keine Schrotfinte gegen meine MP. Auf gar keinen Fall. Oh, hier ist noch ein Rucksack. Wo ist noch ein Rucksack? Bei mir. Wo bist du? Ja. Da hinten. Oben. Ja, ihr habt dich gesehen. Oh. Medikits. Eine Cola, bitte. Arschloch. Arschloch. Guck mal, hier kann ich so Flyer mitnehmen. Arschloch. Arschloch. Die Lampe, okay, das war jetzt aber eine Quest, die nicht angegeben war, ne? Nö, ja, die ist hier so mal. Auch hier ist noch ein lilanes Ding hier. Auch hier ist noch eine Kiste. Irgendwas ist hier noch. Warum? Auf der Karte wird irgendwas angezeigt mit lila. Seht ihr das? Lila? Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Da. Vielen Dank für die Leben, die Sie gerettet haben. Über die Dinge. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Ah, da müssen wir hier hoch. Ah, da ist eine Kiste hinter. Oh, oh, aua. Ich scanne erstmal. Ja, nichts. Ah, du musst was. Okay. Okay, schützender Panzer wieder bekommen. Wieder besser wie meins. Aber jetzt ganz ehrlich, also gearmäßig wird man hier ganz schön verwöhnt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Man muss aber auf solche kleine Sachen auch achten, ne? Wie jetzt mit der Kiste. Karte wird alles schön angezeigt. Ja, dafür haben wir dich ja mitgenommen. Na, danke. Kann hier irgendwie hoch? Ja, weil... kennst du doch. Einer kann das da drauf achten, der andere nicht. Warum, was willst du denn da hoch? Keine Ahnung. Ach so, einfach so ausprobieren, oder was meinst du? Nach oben, bitte. Aber da ist ja nichts. Das schon mal ja jetzt schon. Mach mal einmal so, komm. Nächste. Und 100 Meter laufen. Bist du freundlich? Pass mal auf, und das ist auch geil. Jetzt haben sie keine Angst. Haben die keine Angst mehr, wenn man jetzt die Waffe zuckt? Das ging aber in der Beta besser. Ja. Waffe gezuckt, ey. Passt nicht so rum. Die Hunde? Da vorne war was. Hier. Wird aufgeblinkt. Okay, weiter geht's, würde ich sagen.
Ja, Leute, aber wir sagen erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei The Division. Und morgen geht's weiter. 15. Nee, was habe ich denn jetzt gesagt? Doch, 15.30 Uhr kommt immer The Division. Und ja, schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt The Division mit Ultra und Kabi. Bis dann, tschüss. Tschüss.